Plötzlich reich. Wie geht es Menschen, die beim Glücksspiel unverhofft Millionär werden? Vesna Vekic hat 5 Millionen Euro gewonnen. Ihr Motto, jetzt das Leben richtig genießen. Ich bin ja auch in der Früh nach Monaco geflogen und habe da Mittag gegessen und abends zurück. Eine große Lotterie kürt heute ihren neuen Millionär. 20 Kandidaten aus ganz Deutschland kämpfen gegeneinander, aber nur einer kann gewinnen. In 4 Spieletappen wird nach dem Zufallsprinzip ausgesiebt. Wer scheitert, wer holt die Million? Spannung pur. Wer schafft die nächste Runde und wer bleibt auf der Strecke? Die weißen Bohnen. Hab ich schon geahnt. Welcher Traum zerplatzt und welcher wird wahr? Ich würde mal noch einen Porsche kaufen. Nur das Glück entscheidet. Leipzig am frühen Morgen. Sachsens Messestadt ist heute Schauplatz eines ungewöhnlichen Spektakels. In diesem Luxushotel trifft sich eine Gruppe der besonderen Art. 20 Lotterieteilnehmer sind für ein Glücksspiel angereist. Wer gewinnt, ist heute Abend Millionär. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Haben Sie alle gut geschlafen? Ja, wer hat nicht so gut geschlafen? Ich schlafe immer schlecht, es ist alles gut. Naja, vielleicht schlafen Sie heute Nacht besonders gut. Wir werden oder es sehen. Oder gar nicht. Sind Sie soweit? Ja. Dann würde ich sagen, auf in einen spannenden Tag. Folgen Sie mir bitte. Die Kandidaten kommen aus ganz Deutschland. Der Lotterieanbieter hat die Truppe nach dem Zufallsprinzip zusammengewürfelt aus 3 Millionen Spielern. Alle haben zuvor ein Los gekauft, zu einem Preis von bis zu 150 Euro. Jeder hofft auf die Million. Doch was genau auf sie zukommt, das wissen die Teilnehmer nicht. Nur die Frau im gepunkteten Pulli kann entspannt sein. Sie hat vor Jahren 5 Millionen Euro gewonnen und soll nun den anderen Mut machen. Ich hoffe, ich kann Ihnen da ein bisschen die Aufregung nehmen und unterstützend sein. Zum Anlehnen, zum Weinen und zum Freuen bin ich da. Sie können sich da gut rein? Ja, ich erlebe das dann noch mal mit Ihnen, mit wie es bei mir war. Auf geht's zur ersten von insgesamt 4 Spielrunden. Den Anfang macht diese Kaffeerösterei. Kaffeebohnen sollen den Kandidaten später Glück bringen. Oder auch nicht. Kennen tun sich die Teilnehmer nur flüchtig von einem Fototermin. Die Gruppe aus allen Altersklassen und Berufen könnte unterschiedlicher kaum sein. Vom Maurer aus Pforzheim bis zur Tierheilpflegerin vom Bodensee. Angereist sind sie gestern. Ich habe nicht sehr gut geschlafen, trotz sehr bequemem Bett. War es doch aufregend, ja. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Ja, es ist halt tatsächlich so, was ist denn, wenn ich gewinne? Was ist, wenn ich nicht gewinne? Ne, ist man sehr enttäuscht, wenn man nicht gewinnt, also nicht den großen Gewinn erzielt. Gewinnen tun wir ja alle letztendlich. Doch an die Trostpreise in kleinen Summen will jetzt keiner denken. Wenn es wirklich zum Hauptgewinn reichen würde, dass ich da meine Kollegen oder Kumpels oder Fußballfreunde und Bayern-Fans zum Spiel nach München einlade und da so eine Longschmiede halt. Auch Buchhalterin Renate Müller aus Sachsen-Anhalt hat sich schon überlegt, was sie mit der Million machen würde. Mein Traum? Gut, ich muss sagen, ich bin 65. Ich habe da hinten nicht mehr so viel. Ich möchte mir so ein paar Träume, eigentlich nur kleine Träume, erfüllen. Ich möchte in Irland auf der Klippe sitzen, mit dem Whisky in der Hand und dem Lagerfeuer. Wie glauben Sie, werden Sie reagieren, wenn Sie gewinnen? Ich hoffe, ich falle nicht in Ohnmacht. Wer gewinnt, für den kann sich das ganze Leben sofort ändern. Entsprechend groß ist die Anspannung. Psychologen sprechen von einer extremen Belastungsprobe. Bist du schon aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Möchtest du schon, dass es losgeht, dass man weiß, ob man weitergekommen ist? Ein bisschen wäre schon ganz gut, wenn es jetzt losginge. Ja, denn komischerweise, eigentlich hat man gar keinen Grund, aufgeregt zu sein. Denn es ist schon toll, hier zu sein, ja, mitmachen zu können. Aber dennoch sagt man, buff, jetzt fängt es an, im Magen zu kribbeln. Ich habe gesagt, egal mit was ich nach Hause gehe, es wird durch 3 geteilt. Meine 2 Kinder und ich. Ja, das ist ganz egal, wie, ob das 1.500, ob das 3.000, ob das weiß ich was sind, die Hälfte. Also es wird immer durch 3 geteilt. Um die Nerven etwas zu schonen, hat der Veranstalter eine Überraschung parat. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu unseren
Glückspaten Simone Thomalla und Jan-Josef Liefers. Promis auf Tuchfühlung als Glückspaten. Das Millionenlächeln. Unsere Rolle ist einfach, dass wir hier so ein bisschen Glücksbringer oder Überbringer sind oder vielleicht auch Pechbringer, wie auch immer so ist. Es braucht einen Verantwortlichen, wenn jemand gewinnt oder verliert. Und insofern hat man uns jetzt ausgewählt, dass wir darüber entscheiden. Wir haben eine gemeinsame Glücksgeschichte. Wir sind beide im selben Jahr in Berlin an der Schauspielschule angenommen worden. Richtig. Und dass wir hier heute stehen, hat unter anderem auch mit dem Glückstag zu tun, den wir damals hatten. Und so setzt sich ja Glück aus vielem zusammen. Glück ist ja nicht nur Geld. Ich glaube, es werden alle glücklich nach Hause gehen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Jetzt wird's ernst. Liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten, liebe Glückspaten, jetzt wird's zum ersten Mal so richtig spannend. Frau Kielsi, gucken mich schon so an, wohl erwarten. Sie wissen, Sie sind die Nächste. Kommen Sie gern nach vorne. Ich weiß, das ist das zweite Kind, was jetzt so langsam auf dem Weg ist zu Ihnen. Ist deswegen die 2 eine gute Zahl oder gibt es auch noch eine andere? 2 könnte ich auch nehmen. Eigentlich ist es immer die 9. Die 9. Mhm. Wegen 9 Stunden Schlafen pro Nacht. Ja. Die wir alle immer einhalten und erreichen. Und? Also, es ist die Nummer 9. Überraschen, das fängt schon mal nicht schlecht an. Ob die Zahl auch Glück bringt, werden wir gleich sehen. Bitte schön. Frau Pörner-Lorenz, da stehen Sie in der ersten Reihe. So, dann schauen wir mal. Die zugelosten Glückszahlen entscheiden, in welcher Reihenfolge die Kandidaten gleich loslegen. Das alles überwachen ein Ziehungsleiter und ein Beamter vom Finanzministerium. Immerhin geht es um 1 Million Euro. Ich passe darauf auf, dass die Spiele nach den Regeln ablaufen. Quasi wie Schiedsrichter im Sport. Ja. Und wenn alles glatt läuft, dann trete ich eigentlich gar nicht in Erscheinung. Dann bin ich nur im Hintergrund. Wer die erste Runde nicht übersteht, der bekommt zum Trost übrigens 1.500 Euro. Doch dazu später. Jetzt geht es um die Million. Und dabei spielen diese Säckchen eine besondere Rolle. Tatort Kaffeerösterei mit 2 Fernsehkommissaren im Einsatz. Moderator Erik Schroth macht's spannend. In all diesen Säckchen befinden sich Bohnen. Allerdings nicht überall Kaffeebohnen. Sollten Sie geröstete Kaffeebohnen in Ihrem Säckchen vorfinden, dann sind Sie eine Runde weiter. Sollten Sie weiße Bohnen in dem Säckchen haben, endet für Sie zumindest die Reise in Richtung Million leider an dieser Stelle. Aber Sie werden natürlich den Tag komplett mit uns begleiten und Daumen drücken können. Na toll. Das steht hier. Ja, ist ja okay. Das ist doch so ein bisschen jetzt hier vielleicht irgendwie beschissen. Gut verpackt. Kandidatin, Kandidat Nummer 1. Wird das denn ausgepackt? Dann kommen Sie zu uns nach hinten. Wir lassen es los. Dürfen Sie gerne in der Hand behalten. So. Frau Schwab. Soll ich Sie so festhalten? Oder? Ja. Vielleicht müssen Sie mich festhalten, dass ich so enttäuscht bin, dass ich mich Nein, umfalle. Nein, Sie können doch gar nicht enttäuscht sein. Wir lassen uns überraschen. Liebe Simone, lieber Jan, dann schüttet bitte jetzt den Inhalt des Säckchens aus. Und das sind leider die weißen Bohnen. Hab ich schon geahnt. Haben Sie es im Gefühl gehabt? Ja. Ob der Nächste mehr Glück hat? Oh. Wieder nichts. Leider auch nicht an dieser Stelle. Sie durften bisher immer als Erste ziehen. Ja. Jetzt sind Sie als 5. an der Reihe. Und Sie Frau Kurz. Kommen Sie in unsere Arme, Frau Kurz. Frau Kurz, das wird so. Von beiden Seiten. Also, ne? Jetzt gucken wir mal, ob die 8 was die 8, ne? uns Glück bringt. Mhm. Da ist sie, die große Glückszahl von Jan. Ich freue mich sehr. Ja. Und mit der Nummer 8 ist das Geburtsdatum meines Sohnes, also wunderbar. Weiter geht es mit der Nummer 9. Jetzt hat Maike Kill ihren Auftritt. Ob's klappt? Die Nummer 9. Sie haben ja gesagt, das ist Ihre Glückszahl, ne? Die ja. hätten Sie gerne. Sollen wir Sie festhalten oder geht's noch? Soll ich so machen? Falls Sie nee, geht schon. Geht schon. Ja. Oh.
Leider hat sie 9 nur zu 1.500 Euro. Das ist mehr Glück. Gereicht. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das größte Glück, das tragen sie bereits in sich. Vielen, vielen Dank auch Ihnen. Statt Geld für ein eigenes Haus und ein neues Auto gibt's nur ein Trostpflaster. Ja, man ist schon etwas enttäuscht. Also man würde lügen, wenn man sagen würde, man ist nicht etwas enttäuscht, ja. Aber immerhin 1.500 Euro. Ich werde mir ein zweites Pferd kaufen und die 1.500 Euro kann ich da schon gut für gebrauchen. Frau Pörner-Lorenz. Diese Kandidatin arbeitet selbst in einem Kaffeehaus. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. Willst du immer positiv denken? Mit Recht sogar. Genau, herzlichen Glückwunsch. Danke. 40, ja. Je mehr Säckchen geleert sind, desto berechenbarer wird das, was übrig bleibt. Und wer noch drankommt, für den beginnt das Kopfrechnen. Steigen oder sinken die Chancen? Und ja! Herzlichen Glückwunsch! Das heißt, die Reise geht weiter. Ja, danke. Ja, mit Schwein, ja. Hat Ihnen was gebracht? Hat was gebracht, ja. Gänsehaut. Keinem Talisman, sondern ihren Rechenkünsten vertraut Renate Müller. Die Buchhalterin hat knallhart kalkuliert. Ich habe mitgezählt und habe gedacht, der letzte Sack ist nicht weiß. Weil das wäre zu berechenbar, habe ich so gedacht. Frau Müller? Ja. Und? Oh. Ja, ich wusste es. Habe ich heute Nacht geträumt. Sie haben es heute Nacht geträumt? Ich habe das heute Nacht geträumt. Aber ich denke, mit 1.500 Euro kann man sich auch einen kleinen Wunsch erfüllen, oder? Ich freue mich für alle, die weitergekommen sind. Und wünsche Ihnen wirklich alles, alles Liebe und alles Gute. Herr Liefers, bitte. Okay. Walten Sie Ihres Amtes. Ja! Ja, das heißt, Sie sind weiter. Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinnerliste ist komplett und abgehakt. Jetzt sind 10 weiter. Und jetzt kommt nachher heute Nachmittag das zweite Spielchen. Und dann schauen wir weiter. Wie viele scheiden dann dort aus? 5. Es scheiden dann 5 aus. Und dann heute Abend gibt es das vor dem Menü gibt's dann das vorletzte Spielchen. Da scheiden dann nochmal 3 aus und dann haben wir das Finale. Dann steigt die Spannung und die Nervosität. Sie sind da auch aufgeregt? Ja, definitiv. Das Feld der Teilnehmer hat sich also halbiert. Aus 20 sind 10 geworden. Und es wird weiter gesiebt. Zum Verarbeiten der emotionalen Achterbahnfahrt bleibt kaum Zeit. Der nächste Programmpunkt drängt. Für Gewinner und Verlierer geht es jetzt gemeinsam in geschichtsträchtiges Gemäuer. Wer weiter ist, hofft nun mit mehr Chancen auf die Million. Denn die Wahrscheinlichkeit eines Sieges hat sich verdoppelt. Rein mathematisch. Nur ob und wie der Weg dorthin verlaufen wird, ist ungewiss. Wer wird die nächste Etappe bestehen? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in einem wahrhaft historischen Gebäude. Goethe hat hier gewirkt. Dieser Keller hat ihn eigentlich dazu inspiriert, eines der größten Werke der deutschen Literatur zu schreiben, nämlich die Tragödie Faust. Ganz genau. Als Tragödie wird der Tag für einen der Kandidaten ganz sicher nicht enden. In den Katakomben heißt es für die Verlierer Wunden lecken. Und Millionärin Vesna Vekic waltet ihres Amtes. Trösten und beruhigen. Sie sind aber auch nicht allzu sehr traurig, oder? Bitte, auch ich bin ein bisschen traurig, aber das muss man schon sagen. Aber ich habe jetzt so einen tollen Tag erlebt und auch hier das alles, das ist ja auch ein Gewinn. Soll ich Puls fühlen? Ja. Noch ist er ruhig. Noch ist er ruhig. Okay. Ihr seid nicht mal allzu traurig. Nö. Nein. Nö. Ein bisschen. Ja, das darf man auch sein. Also ich bin da zum Händchen halten. Das ist gut. Ich nehme die Aufregung, ich drück dich. Ja, machen wir. Oh, okay. Jetzt gleich werden wir die zweite Runde spielen und das Glück wird wieder entscheiden, welche 5 von Ihnen uns an dieser Stelle mit einem Scheck von 3.000 Euro verlassen werden und welche 5 weiter hoffen dürfen auf 1.000.000 Euro. Frau Kurz. Ja. Kurz, ich halte sie wieder fest, auch wenn es nur das Röllchen ist. Es wird nicht schlimmer, es wird immer kribbeliger. Oh, die 10. Das liegt vielleicht aber auch. Die 10. Ob die Zahlen dieses Mal wieder Glück bringen? Oh, ich habe die 1. Die 1? Oh, die 1. Ich liebe die 1. Sie lieben die 1? In der Schule. Ja, da habe ich die allerdings auch geliebt, selten erreicht, aber also. Naja. Nach dem Cocktail zur Mittagspause hat sich die Stimmung gelockert.
Nummer 6. Ja. Jan, dein Einsatz? Ja, ich hab meine Pointen verschossen. So, damit haben sie alle ihre Fässchen zugelost bekommen. 5 der Fässer sind mit Tinte gefüllt und 5 der Fässer leider nur mit Wasser. Sollten Sie etwas auf dem Papier sehen, das nach Tinte aussieht, also dunkel ist, was Sie erkennen können, dann sind Sie eine Runde weiter. Sollte es leider nur mit Wasser geschrieben sein. Bist du raus. Als Erste ist Sabine Wirth aus dem Allgäu dran. Sollen wir eine Pause machen hier? Moment, ich klemme die Karten so. Ja, genau. Achtung. Das Wasser. Es ist leider das Wasser. Das heißt, wir verabschieden uns von Ihnen mit 3.000 Euro. Das ist super. Das ist ja auch ein ordentlicher Betrag. Toll. Vielen, vielen Dank. Da kommt Ihr Scheck. Oh, danke. Bitte sehr. Danke. Und vielen, vielen Dank. 3.000 Euro. Aber was ist das schon gegen eine Million? Haben Sie einen Wunsch, der aufgeschrieben werden soll? Ein U vielleicht? Ein U. Da ist sie, oder? Ja. Wir tauchen noch mal rein. Moment, da tut sich was. Immer noch ein U. Und? Da ist das U, das heißt, Sie sind eine Runde weiter. Herzlich willkommen im Halbfinale. Schuhverkäuferin Ulrike Dold zittert schon jetzt. Was wird der Fasskellermeister aufs Blatt kritzeln? Geburtstag ist am 4. Das Halbfinale wartet auf Sie. Nur noch 2 Spiele trennen Sie von der Million. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Sie haben es einfach nicht erwartet. Nee. Für mich wäre jetzt schon okay gewesen. Ja, total. Aber, ja. Die Frau aus dem Schwarzwald steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Schütteln, Krone richten, Kräfte sammeln. Andere sehen es rationaler und haben schon alles durchgeplant. Einer meiner großen Wünsche ist, früher in Rente zu gehen. Ein paar Jahre kann man da bestimmt abzwicken. Das Haus noch ein bisschen modernisieren, ja, Familie versorgen. Wie ergeht es diesem Mann aus dem Hunsrück? Und die Vier hat schon wieder Glück gebracht. Wir sehen zwar nicht viel, aber sie sind im Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch, schau sie her. Passt. Sie sind in dieser Situation noch nie gewesen. Ja. Und, zwar schon mal was gewonnen, aber alles im Rahmen. Gell. Wen wird Wessner aus dieser Runde bald in ihrem Millionärsclub begrüßen können? Sind Sie im Halbfinale? Und ja, Sie sind eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Aufregend, auch toll. Ja, jetzt steigt es praktisch, die Aufregung. Und bei Christina Kurz. Ich habe auch nicht mitgezählt, wenn ich ehrlich bin. Was möchten Sie? Gnädige Frau. Ich möchte eine 8. Eine 8. Das ist leider das Wasser. Aber vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht Nein, das haben. Ist wunderbar. Und auch für Sie gibt es natürlich 3.000 Euro. Super, danke. Danke schön. Die Lehrerin aus Würzburg erweist sich als faire Verliererin. Ich werde jetzt mit den anderen Kandidaten mitfiebern und wünsche Ihnen das Allerbeste von ganzem Herzen. Und ich habe auch schon ein kleines Kleeblatt für den Millionengewinner dabei, das ich ihm dann geben möchte. Haben Sie es da? Nee, das habe ich jetzt im Hotel gelassen, weil es auch Schokolade ist. Ins Blitzlicht der Fotografen kommen jetzt andere. 5 Kandidaten sind weiter. Auch wenn einige es noch immer nicht glauben können. Geht's ein bisschen? Geht's ein bisschen? Jetzt muss noch ein Foto das überstehen. Sie kann es noch nicht fassen. Ne? Einer dieser 5 ist heute Abend Millionär. Zur gleichen Zeit 5 Kilometer vor den Toren von Leipzig. Auf Schloss Breitenfeld laufen die Vorbereitungen fürs Halbfinale. Je später der Tag, desto edler die Kulisse. Im Keller des neobarocken Baus aus dem 19. Jahrhundert verschafft sich Ziehungsleiter Frank Peters einen Eindruck vom ordnungsgemäßen Zustand der Spielgeräte.
während des Tages fühlt man natürlich schon mit. Ja, weil man fragt sich ja auch selbst, wie ist denn die Erwartungshaltung, wenn man kommt. Ja, so dicht an einer Million dran, 20 Kandidaten. Und dann ist auf der einen Seite ist man dann traurig, wenn welche ausscheiden. Auf der anderen Seite freut man sich aber auch für die Kandidaten, die dann weiterkommen. Und da kommen sie. Ein Bus voller Gewinner und Verlierer. Ja, danke. Na, es geht ja jetzt auch. Jetzt kribbelt es für die anderen weiter, ne? Und haben Sie sich ein bisschen erholt? Jetzt habe ich mich erholt, ja. Ja. Jetzt geht's wieder. Warum waren Sie so ergriffen? Das ist halt, ja, mit dem habe ich halt nicht gerechnet. Dass der, dass ich halt weiterkomme, dann hat der eigentlich auch so gereicht. Aber kämpfen wir halt weiter. Jetzt kommt's näher. Jetzt wird's kribbeliger, ja. Jetzt wird's noch schlimmer. Alle haben sich richtig in Schale geworfen. Für Vesna Vekic ist der Empfang im Vestibül mit edlem Champagner fast schon Routine. Und auch die prominenten Glückspaten sind eingetroffen. Na, aufgeregt? Ja. Stößchen. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Zum Wohl. Zum Wohl. Wer ausgeschieden ist, fiebert nun mit den Halbfinalisten mit. Aber ist so viel Luxus nicht auch ein wenig dekadent? Man macht schon manchmal verrückte Dinge, das darf man. Also ich bin ja auch in der Früh nach Monaco geflogen und habe da Mittag gegessen und abends zurück. Das macht man halt einmal. Aber es ist ja auch gut so, man soll ja spüren, dass man ja eine riesen Geldsumme gewonnen hat. Und nicht nur 1000 Euro. So, hereinspaziert. Ich darf die Kandidaten einmal hier drüben auf die Seite. Trotz Champagnerlaune. Es wird wieder ernst. Genau. Unsere fünf Halbfinalisten, die dürfen tatsächlich auf meine rechte Seite. Wir sind jetzt beim Halbfinale. Wie war es für euch, euer erstes SKL-Millionen-Event bis jetzt? Bis jetzt hält sich das alles so mit der Aufregung in einem guten, so, aber jetzt langsam wird's, ich finde, oh, ich kann es nicht, sie merkt ja. Von einem bis ich jetzt ist alles. Ich finde schon ziemlich aufregend. Zu Recht. Jan, wie geht's dir? Heute Morgen hatte ich Herzklopfen wegen dem Kaffee. Ach so. Und zwischendurch ging's dann und jetzt rückt es doch näher. Und ich muss sagen, heute Morgen war mir das nicht so klar, dass ich das so unaufhörlich zuspitzen würde. Also ich möchte jetzt nicht in eurer Haut stecken, ganz ehrlich. Ich bin super froh, dass ich ja nicht zur Debatte stehe. In diesem Sektkühler, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vertauscht, befinden sich Umschläge mit ihren Namen. Und in diesem Sektkühler befinden sich Umschläge mit den Zahlen 1 bis 5. Wir werden jetzt gleich jeweils einen Namen ziehen und den passenden Umschlag mit der Nummer. Und so wird Ihnen dann ein Platz hier hinter uns zugelost. Okay, wie es dann weitergeht, ganz kurz mich erzähl ich Ihnen gleich. Also, wir sind auch hinterher noch gut. Ja, ja. Unbedingt, so, egal was passiert. Unbedingt. Wir stehen jetzt in Gottes Land. Okay? Ja. Nicht sauer sein. Nee, nee. Okay. Und immer schön weiter trotzdem Tatort gucken. Ja, ja, ja. Ich guck Frühling. Ja, genau, du guckst Frühling. Genau, auf der Frühlingsseite. Wir haben... The Oscar goes to... Oh, Dr. Karl Heinrich Schumacher. Herr Schumacher, bleiben Sie ruhig hier bei uns. Ja, bleib ich da. Genau, wir schauen nämlich jetzt mal, welcher Platz... Das ist die Nummer 3. Frau Ulrike Dold. Frau Dold. Sie sind die Nummer 1. Oh. Weiter geht's. Dagmar Pörner-Lorenz. Die 5. Ist doch gut, ne? Ein männlicher Name von Helmut Peitz 4. Und es ist? Die Nummer 2. Die Nummer 2. Gut. Gut. Ja. Passt. Markus Bröhl ist noch übrig. Die Nummer 4. Die Nummer 4. Damit sind alle. Markus, falls du nachher nicht mehr weißt, wie du heißt. Die Nummern sind zugelost. Jetzt folgt die Aufgabe. Entweder haben Sie nämlich so einen Leipziger Bachtaler unter Ihrer Glosch. Es gibt allerdings zwei Gloschs, unter denen befindet sich ein Finalticket. Sind Sie alle bereit? Sehr gut. Dürfen Sie jetzt schon mal die Hand an die Glosch nehmen? Und ich zähle von 3 runter und dann dürfen Sie die Glosch. Oh mein Gott.
Wie es weitergeht, erfahren Sie nach der Werbung. Nein, natürlich nicht. Okay, Sie sind bereit? Dann stehen jetzt gleich unsere Finalisten fest fürs SKL Millionen-Event 2019 in 3, 2, 1, bitte. Und ins Finale darf einziehen Herr Schumacher und Frau Pörner-Lorenz. Herzlichen Glückwunsch! Finalist Karl-Heinrich Schumacher aus dem Badischen Forst ist Arzt und spielt bereits Golf. Ich habe so eine gleiche Ahnung, dass ich es bis ins Finale schaffe. Echt, wirklich. Einfach im Gefühl. Genau, so ist es. Des einen freut, ist der anderen leid. Die Unterlegenen dürfen mit 10.000 Euro nach Hause gehen. Auch Schuhverkäuferin Ulrike Dold. Ist okay? Ja, ja. Ja, ich denke, 10.000 Euro, das ist ja auch nicht wenig Geld, oder? Ja, natürlich, natürlich. Das freut mich. Ja. Ich wohne auf dem Dorf und das wäre mir nee. Und ich arbeite im Einzelhandel, da habe ich schon Schiss, dass mir Montagmorgen alle die Tür einrennen. Der habe ich gibt nee. Aber heute Mittag gesagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. 10 reiche, fertig. Wie es jemandem geht, der in der Provinz lebt und einen Riesenbetrag gewonnen hat, das wollen wir hier herausfinden. Niedersachsen. Den Ort dürfen wir nicht nennen, aus Angst des Gewinners vor Bittstellern und Neidern. In diesem Haus lebt der Vorjahressieger des Millionen-Events. Timo hat bei der Lotterieveranstaltung im April 2018 die Million abgeräumt. Wie lebt es sich damit und was hat sich für ihn dadurch verändert? Konnte er seine Träume verwirklichen? Das habe ich auch schon vor dem Event gesagt. Wenn ich gewinne, dann das Größte, was man dadurch erreichen kann, ist Zeit zu haben, Freizeit zu haben. Also und von daher habe ich das jetzt verwirklicht und ein bisschen weniger arbeiten. Das klingt bescheiden. Immerhin, mit einem kleinen Teil des Geldes renoviert der Neumillionär gerade sein Haus. Hat er damals überhaupt damit gerechnet, bei den K.O.-Runden so weit zu kommen? Ich bin da eigentlich hin zu dem Event und habe gesagt, okay, 1.500 Euro habe ich gewonnen. Das hat jeder sicher gehabt. Und von mehr bin ich gar nicht ausgegangen. Also ich hatte mir insgeheim gehofft, dass ich die erste Runde da überstehe. Und ja, das habe ich dann geschafft. Da habe ich mich auch wirklich gefreut dann, dass ich die erste Runde geschafft hatte. Und dann, ja, alles andere war dann, auf einmal bin ich noch eine Runde weitergekommen. Und dann noch eine Runde weiter und dann war ich auf einmal im Finale. Und ja. Ja, da konnte ich das erstmal überhaupt nicht glauben. Also, es war, ja, man war überwältigt. Also, bei seinem Arbeitgeber, einem Automobilhersteller, reduzierte der 44-jährige Kfz-Mechaniker zunächst die Nachtschichten. Das erste Mal seit 14 Jahren am Förderband. Wie kam das viele Geld überhaupt zu ihm? Ja, das Geld ist überwiesen worden, also hat ein paar Tage gedauert, dann war es da. Da hat irgendwann dann das Telefon bei mir geklingelt und der Chef von der Bank war dran und hat halt gesagt, ja, es ist ein Riesenbetrag eingegangen, dass alles richtig ist. Da habe ich gesagt, ja, das ist schon richtig so. Also das war schon, ist schon mal eine Zahl, die man nicht jeden Tag auf dem Kontoauszug hat, sowas. Und was sagt seine Familie zu dem plötzlichen Reichtum? Kaffeekränzchen mit seiner Mutter Waltraud und Vater Heinz-Jürgen. Die beiden Rentner wohnen direkt nebenan und erfuhren noch am selben Abend von Timos großem Gewinn. Seine Ehefrau und die beiden Töchter wollen nicht in die Öffentlichkeit. Das hat mal den Richtigen getroffen, ne? Nicht jemand, der schon viel Geld hat und noch wieder was drauf. Also doch, da haben mich schon einige drauf angesprochen und das gesagt. Trotzdem ist der überraschende Geldsegen des Sohnes kein Thema im Dorf. Es würde vielleicht so gesagt werden, wenn jetzt hier drei Lamborghinis vor der Tür stehen und was weiß ich, ne? Guck dir den mal an, so. Ne? Aber die sehen ja auch alle, dass auch seine bekannten Fußballvereine, die sehen ja alles normal geblieben. Das ist quasi nur ein kleines Teil, was sich da geändert hat. Der größte Wunsch seiner Eltern war es, einmal nach New York zu reisen. Das hat Timo ihnen spendiert. Für den pensionierten Maschinenbauer und seine Frau ein unvergessliches Erlebnis. Abends in der Fernsehsender, so früher, wenn die Sendung zu Ende war, dann haben die so einen Flug über New York gezeigt. Mhm. So nachts. Ne? Ja.
Da haben wir auch mal gesagt, oh, guck dir das mal an. Und dann sind die ja fast durch die Hochhäuser da geflogen. Und da möchten wir auch mal hin. So, ja, jetzt hast du das ja ermöglicht. War schon toll. Das war schon schön. Am Times Square und über den Dächern von Manhattan. Geld auszugeben ist das eine, es zu halten das andere. Timo hat auf Empfehlung seiner Berater einen Teil seines Vermögens in Aktien investiert. Zinsen gibt es derzeit ja kaum noch. Jetzt verfolgt er regelmäßig die Börsenkurse. Ganz wohl ist ihm dabei nicht. Ja, na klar, die Sorge besteht natürlich immer. Also, wenn man schon so viel Glück hatte, dann will man das natürlich auch irgendwie ein bisschen behalten. Also es soll ja auch irgendwie noch später ein bisschen was über sein für die Kinder. Und deswegen, klar hat man dann auch Sorge, dass es irgendwie weg sein könnte, auf einmal wieder. Trotz Timos innerer Unruhe wegen des erspielten Vermögens, ein paar Lustkäufe hat er schon getätigt. Zum Beispiel diesen, wenn man das so nennen kann. Ja, das allererste, was ich mir tatsächlich von meinem Gewinn gekauft habe, ist das Fahrrad hier. Meins wurde mir irgendwann geklaut und dann habe ich mir halt das gekauft. Ich glaube, ich habe selten vorher ein neues Fahrrad gehabt. Ich habe meistens irgendwie immer ein gebrauchtes gehabt oder so. Ja, und dann habe ich meiner Frau ja auch was Gutes gegönnt. Die hat dann den Wagen bekommen, also das ist ein Beetle Cabrio. Den haben wir gebraucht gekauft, der war 4 Jahre alt und meine Frau fand den ganz schick und ja, eigentlich wollten wir auch nicht ganz so viel Geld ausgeben, aber da haben wir auch nichts Anständiges gefunden und haben gesagt, okay, dann können wir uns jetzt auch erlauben, ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann halt den zu kaufen. Ja, und jetzt kann ich halt eine Runde damit mal drehen. Also normalerweise müsste ich jetzt zur Arbeit einsteigen und losfahren, noch nicht ganz, aber bald. Und jetzt kann ich bei dem schönen Wetter noch mal eine Runde mit dem Cabrio drehen. Das ist definitiv besser, als am Fließband zu stehen. Glaubt Timo, dass ihm sein Gewinn irgendwann doch zu Kopf steigen könnte? Ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen aufpassen muss. Es gibt ja auch viele Leute, die kaufen sich gleich erstmal, weiß ich nicht, 3 Autos oder ein Lamborghini oder sowas. Natürlich dann schnell weg, sowas, ne? Und von daher denke ich schon, dass man ein bisschen drauf aufpassen muss, was man jetzt damit anstellt. Schließlich sollen Timos Kinder später auch noch etwas von seinem Gewinn haben. Zurück ins Schloss Breitenfeld bei Leipzig. Bei einem Lotteriespiel entscheidet sich gleich, wer wird der nächste Millionär. Finalistin Dagmar Pörner-Lorenz aus dem fränkischen Neuenkirchen versucht beim Dinner vor der Endrunde, ihre Nervosität mit Weißwein in den Griff zu bekommen. Auch wenn gleich ein 4-Gänge-Menü auf den Tisch kommt, Appetit hat sie keinen. Jetzt bin ich gescheit aufgeregt. Bring mal rum. Ja, kann man gar nichts essen. Ihr Konkurrent Karl-Heinrich Schumacher aus Baden-Württemberg hat dagegen die Ruhe weg. Ich war noch nie so nah an einer Million, oder? Und wie fühlt sich das an? Wie sich das anfühlt? Super, super, super. Während es draußen dunkel wird, herrscht hinter den Kulissen des Herrenhauses im Schlosspark hektische Betriebsamkeit. Frank Peters und Cornelia Friedrich von der gemeinsamen Klassenlotterie der Länder sind auf dem Weg ins Allerheiligste, dem Saal mit dem Ziehungsgerät. Als erstes müssen wir das Gerät erstmal anstellen. Muss ja Strom haben, sonst dreht sich die Lostrommel nicht. So, dann nehme ich immer den Schalter beim Test, schaue, ob der richtige Position hat. Und das Kabel, jetzt ist immer wichtig, wenn die Prominenten den Schalter auslösen. Einmal hin, einmal zurück. Da dreht sich die Trommel, nimmt sich eine Kugel, schmeißt eine Kugel raus und dann bleibt sie stehen. Wenn er auf der falschen Position ist und drehst einmal hin, einmal zurück, dann läuft er dann kommt die erste und die zweite und die dritte Kugel. Und deswegen mache ich auch noch mal einen Test. Das erklären wir den Prominenten dann auch noch mal, damit wir das dann wissen und nichts dabei schief geht. So, jetzt teste ich mal. Was ergibt der Sicherheitscheck? An dieser Stelle muss ich sagen, das ist mein Glücksdatum. Ich habe am 18. Dezember Geburtstag. Bestanden. Und was rollt später auf den Gewinner zu?
Ich bin gespannt, mit wem ich morgen das Gespräch haben werde in der Früh. Was ist das für ein Gespräch? Das ist unser sogenanntes Millionärsfrühstück. Wir haben da einen genauen Leitfaden, den wir mit ihm zusammen durchgehen, wo wir erst mal sagen, er soll das alles mal sacken lassen, er soll mal in Ruhe ganz besonnen das Geld einfach mal aufs Konto einzahlen lassen, erst mal die Summe auf sich wirken lassen, wenn er den ersten Kontoauszug sich anschaut und einfach mal am besten nichts tun. Um dann halt in Ruhe zu überlegen, was er eigentlich mit seinem Gewinn machen möchte. Bei dem Gespräch am Folgetag sind Medien nicht zugelassen. Die Beratung der Gewinner ist der Lotterie heilig. Dennoch gibt die SKL ihre Glückspilze namentlich bekannt. Öffentliches Interesse ist hier der Preis für die Million. Anders die deutschen Lottogesellschaften. Deren Devise lautet, wer gewinnt, das geht keinen was an. Glücksbote Stefan Seeger von Lotto Hamburg erklärt, warum sein Unternehmen so großen Wert auf Diskretion legt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, denn wir wissen eben tatsächlich, wenn eben diese Gewinne in die Presse kommen, irgendwo rauskommen, dann kann alles Mögliche passieren, was man dann vielleicht gar nicht mehr will. Die Bittsteller, die Neider, die dann da eben kommen, das möchten wir definitiv verhindern. Und deshalb gehen wir ganz, ganz diskret mit den Daten unserer Gewinner um. Doch für Focus TV macht die Lottogesellschaft eine Ausnahme. Unser Proband schlüpft in die Rolle eines Millionengewinners. So erfahren wir, was abläuft, wenn man hier gewonnen hat. Los geht's. Ich glaube, ich habe im Lotto gewonnen. Oh, super. Das hört sich gut an. So, mal proben, gucken, was uns das System sagt. Bin gespannt. Ja, da ist tatsächlich ein bisschen mehr drauf. Das ist so viel, dass ich das hier schon nicht mehr anzeigen kann. Der Glückspilz muss zunächst seinen Lottoschein abgeben und eine Unterschrift leisten. Damit fordert er seinen Gewinn an. Wie hoch die Summe ist, weiß man in diesem Moment noch nicht genau. Einige Gewinner nicht einmal ansatzweise. Sehr, sehr spannend sind dann auch immer die Fälle, wo Gewinner und Gewinnerinnen kommen, die überhaupt keine Ahnung haben. Also wir hatten vor gar nicht so langer Zeit ein Pärchen hier, die aus dem Urlaub kamen, hatten im Urlaub gespielt, kamen hier, wussten nur mehr als 1.000 Euro. Dann habe ich ihnen gesagt, ja, es sind aber fast 14 Millionen Euro. Und die Reaktion war natürlich ganz besonders. Also das schwankte dann zwischen alles entglitt aus dem Gesicht, völliges Verstummen und ein bisschen hysterischen Gekichers, sag ich mal, hatten wir dann da. Die Chance, dass man 6 richtige plus Superzahl ankreuzt, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Wer das schafft, bekommt extrem viel Geld. Ja, Müller, herzlichen Glückwunsch. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden als 2.500 Euro. Wie viel ist es denn? Ich würde sagen, das besprechen wir mal in unserem Hochgewinnerraum. Hört sich spannend an. Ja. Der Hochgewinnerraum. Ab einem Gewinn von 2.000 Euro darf man hier Platz nehmen. Ja, Müller, Mensch, das hat geklappt, würde ich sagen. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Ja, also, ich schaue hier mal auf meinen Ausdruck. 5.748.416 Euro und 27 Cent, wenn ich das ganz genau sagen darf. Ja, tolle Geschichte. Herzlichen Glückwunsch, sag ich da. Boah, ja, und was bleibt mir da nach Steuer, oder? Wie? Ja, da kann ich Ihnen natürlich erstmal als erstes schon mal gleich eine wunderbare Nachricht geben. Also das Finanzamt brauchen Sie da gar nicht zu bedenken. Gewinne sind nach deutschem Recht steuerfrei. Völlig steuerfrei. Völlig steuerfrei. Da bleibt Ihnen alles, die gesamte Summe. Mein erster Tipp wäre wirklich auch erstmal ein bisschen Ruhe. Merkt ihr jetzt, das ist einfach eine ganz, ganz neue Situation. Ja, völlig, völlig durch den Wind. Genau, das glaube ich wohl. Jeder Großgewinner bekommt neben der persönlichen Beratung noch eine Broschüre überreicht. Darin stehen 7 goldene Regeln für große Lottogewinne. Die 2 wichtigsten sind: Stillschweigen bewahren und bescheiden bleiben. Ich würde immer schauen, dass sie sich Dinge vielleicht anschaffen oder sich leisten, die so irgendwie ein bisschen im Rahmen sind, ein bisschen mehr, sodass sie erstmal mit einem Gewinn von 50.000, 100.000 Euro das auch ein bisschen begründen können, sag ich mal, dass es passt. Das wäre schon so eine Empfehlung. Ja. Später kann man das dann bestimmt steigern und so Stück für Stück ein bisschen aufbauen. Aber am Anfang würde ich das erstmal nicht tun. Nach ein paar Tagen wird dem Gewinner dann das Geld aufs Konto überwiesen. Und er muss sehen, wie er damit klarkommt. Mehr als 100 Menschen machen die deutschen Lottogesellschaften jedes Jahr zu Millionären. Bei der Süddeutschen Klassenlotterie im Schloss Breitenfeld wird's jetzt spannend. Gleich steht fest, wer der neue Millionär ist. Vesna Vikic, die frühere Gewinnerin, bittet zum Fototermin. Gehen wir mal vor, ne?
Also fühlt schon einmal vor, ne? Also ich... Nicht? Okay. Es darf nichts mehr angefasst werden. So. Noch nicht mal erscheinen. Nein, nein. Gut, haben nichts an. Sie sollen schon hierbleiben. Nein, wir können Fotos machen, alles. Mehr das Gerät nicht machen. Nein, nein. Sehr viel Glück wünsche ich euch beiden. Halt euch die Daumen. Ich bin gespannt, wen ich von euch zwei denn in mein SKL Millionärsclub aufnehmen darf. Toi, toi, toi. Wir freuen uns. Und einer soll halt gewinnen. Genau. Oder? Ja. Kein Gut. Problem. Kein Problem. Super, dann nochmal auf ein schönes Finale. Jeder der beiden Finalisten versucht auf seine Weise mit dem plötzlichen Rampenlicht und der Anspannung umzugehen. Weil sie wirken so ruhig und so. Und ja. Und gar nicht so aufgeregt. Weil ich mir nichts erwartet habe. Ich habe mich da nicht so neigesteigert. Ich habe gesagt, okay, es ist ja schon schön, dass man dabei ist. Ich wollte nur nicht in der ersten Runde rausfallen und dann alles Weitere. Regt mich jetzt eigentlich nicht auf. Nein. Der Konkurrent stapelt weniger tief. Ich würde mal noch einen Porsche kaufen. Aber einen gebrauchten. Und im Budget ein bisschen. Im unteren Bereich. Nicht so hoch. Aber ich habe da Freunde in der Nähe und die haben da immer was. Ja. Das wünsche ich mir schon immer und habe es aber noch nie geschafft. Und jetzt ist es soweit. Hereinspaziert zum großen Finale. Bitte schön, kommen Sie gerne rein. Ja, folgen Sie uns. Die Reise ins Glück geht mit den zwei Promis ihrem Höhepunkt entgegen. Hier sind unsere Finalisten. Na, hallo Frau Pörner-Lorenz, wie geht's Ihnen jetzt? Jetzt ist schlimm. Ja, ja, das glaube ich. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, wer von Ihnen auf welchem dieser Sessel Platz nehmen darf. Denn gleich wird die Farbe, vor der Sie sitzen, entscheiden, welche Zahlen für Sie um die Millionen spielen. Deswegen, liebe Frau Pörner-Lorenz, Sie haben die niedrigere Kandidatennummer. Mhm. Dürfen Sie sich jetzt einen Ihrer Glückspaten auswählen? Sie haben die freie Auswahl. Jan, Simone. Oder Jan. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich Ihnen gleich. Wenn du mal lieferst, dann geht's gut. Sie nehmen den. Ja, ja, jetzt haben Sie da was falsch verstanden. Der ist nicht im Gewinn mit. Da befinden sich zwei Sektkühler und du darfst bitte jetzt einen Sektkühler auswählen. Von dieser Position hier, ohne reinzuschauen. Die Sektkühler haben unterschiedliche Embleme vorne drauf: eines in Rot, eines in Gold. Den Sektkühler, den du auswählst, der entscheidet, auf welchem Platz. Okay. Herz steht hier. Ich nehme den, der auf dieser Seite steht. Rechts. Du darfst ihn also gerne von mir jetzt aus links? Ja, 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 von Kinder mir aus. Das andere. Ja. Der ist es. Da. Der. So. Der bitte. Dann darfst du jetzt gerne das Geheimnis lüften. Auf welchem Platz wird Frau Pörner-Lorenz Platz nehmen? Muss ich dafür die Flasche austrinken? Oder? Gold oder Rot? Na, wir haben es direkt raus, aber vielleicht später. Es Gold. Ist die Farbe Gold. Frau Pörner-Lorenz, kommen Sie gerne zu uns auf diese Seite. Sind Sie zufrieden? Ja. Sie dürfen vor der goldenen Band Platz nehmen. Nun kommt es darauf an, ob die Zahl eine gerade Zahl ist oder eine ungerade Zahl. Sollte es eine gerade Zahl sein, wären Sie, Frau Pörner-Lorenz, unsere neue SKL-Millionärin. Sollte es eine ungerade Zahl sein, Herr Schumacher, dürfen Sie heute Abend als neuer SKL-Millionär nach Hause fahren. Darf ich aber jetzt erstmal zu mir nach vorne bitten? Denn ihr werdet jetzt gleich die Lostrommel starten, gemeinsam. Den Schalter bitte einmal nach vorne und direkt wieder zurück. Ihr dürft es gemeinsam machen. Mann und Frau mit gemeinsamem Timing, wie soll das gleich, ja. Gute Frage, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Dann, wenn Sie soweit sind, starten wir jetzt. Unser großes SKL-Finale. Startet bitte jetzt die Lostrommel. Und es ist entschieden, es ist eine gerade Zahl. Hey! Herzlichen
Dagmar Pörner-Lorenz, die gelernte Zahnarzthelferin aus Franken, hat es geschafft. Für ihn ist der Traum von der Million zerplatzt. Der 57-Jährige hat Tatortkommissar Liefers offenbar Glück gebracht. Wie sieht's aus? Quatsch, was? Können Sie es schon glauben? Danke. Jetzt habe ich aber nicht mehr dran geglaubt, weil so viel Glück habe ich eigentlich nie. Siehst du, jetzt ja. Sie haben ja den ganzen Tag Ihren Mann nicht angerufen. Das heißt, der weiß gar nicht. Der weiß nichts, nein. Der wird das auch nie erfahren. Wir fahren morgen zusammen auf die Malediven und das war. Das sind so Momente geworden. Er sagt, sie hat nicht dran geglaubt, weil sie eigentlich noch nie im Leben so besonders viel Glück gehabt hat. Und dann heute doch. Und wenn man so ein bisschen dabei war und mitgeholfen hat, kann er das Glück nicht wirklich zwingen. Ich freue mich tierisch. Und es war von Anfang an so eine sympathische Grundstimmung. Und man hat nicht das Gefühl gehabt, na klar, Enttäuschung, aber so kein Gram oder dem gönne ich das nicht und so. Und das war sehr, sehr schön zu erleben, dass Menschen sich auch gegenseitig was gönnen können, sich für den anderen freuen. Und ja, das hat sehr gut getan. Für sie wird sich das Leben jetzt vielleicht schlagartig ändern. Ich bin schon ein bisschen sprachlos, aber es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Karl-Heinrich Schumacher geht mit 20.000 Euro nach Hause. Enttäuscht? Ich weiß, es kann immer nur einer gewinnen. Ich gönne sie auch, dass sie das jetzt das Glück gehabt hat. Die Kugel hätte auch für mich fallen können. Oder für einen der anderen. Ich freue mich sehr für Sie. Es ist wunderbar. Wir hatten hier jetzt wunderschöne zwei Tage und das überwiegt jetzt einfach, genau. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, Glück ist eigentlich, dass man gesund ist und dass auch alle meine Lieben gesund sind. Natürlich macht Geld auch ein Stück weit glücklich, aber eben nicht vollständig glücklich. Alles andere zählt deutlich mehr, ja. Und irgendwie wirken die Verlierer plötzlich fröhlicher als die Gewinnerin. Tschüss. Du hast schon gesagt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. War schön, auch kennenzulernen. Hier, the winner takes it all. Ist schon ein bisschen angekommen? So langsam? Ich kann das jetzt überhaupt nicht realisieren. Ich habe jetzt keine Aufregung, ich habe nichts eigentlich. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Traumgefühl. 23 Uhr. Vesna Vekic's Millionärsclub ist nun um ein Mitglied reicher. Ciao. Schönen Abend noch, gell? Nehmen Sie Ihren Traum. Ja, danke schön. Regen in der Nacht und ein Lächeln, das uns glücklich macht. Die Jagd nach der Million ist beendet, oder nicht? Das war so schön, aber so herrlich. Also das war ganz, ganz, einfach ganz toll. Glaube. Jederzeit wieder. Ich würde sofort wieder dabei sein. Spielen Sie weiter? Ich spiele weiter, ja. Erst wollte ich nicht, ich wollte wirklich nicht. Aber jetzt spiele ich weiter, ich will ja wieder dabei sein. Das geht nur, wenn ich spiele. Also, tschüss. Achtung, Glücksspiel kann süchtig machen. Der PR-Coup der Lotterie scheint aufgegangen zu sein. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt allerdings bei nur 1 zu 3 Millionen.